Ja, jetzt machen wir weiter mit Woche 4, Fall 1. Jetzt haben wir wieder. Ja, also erst willkommen zurück beim Barbara Salisch Simulator. Ja, also, was haben wir denn hier? So. Ja, mein Name ist Barbara. Ich heiße Salisch. Nein. Ja. Okay. Treff des Prozesses, Herr Staatsanwalt Strömer, was ist denn passiert? Dass Joel Muller eine Klage gegen sie Sony auf Schadensersatz für den Selbstmord seiner Tochter einreicht. Okay. Die Sony Company? Ich meine die Sony? Egal, Joel Müller, Krankenhausbericht. Patient Ellie J. Müller, Diagnose schwere Depression. Joel Müller, okay. Herr Staatsanwaltschaft Römer, bitte die Anklage vorlesen. Joel Müller behauptete, dass seine 15 Jahre alte Tochter Ellie J. Müller nach dem Spielen des Videospiels Last of Me 2. Geil. Der war natürlich Sony und Last of Us, geil. Ellie. Ellie und Joel Müller, what the fuck? Geil. Geil. Von Sony an einer schweren Depression litt und aus diesem Grund Selbstmord begangen habe. Joel Müller, der die Firma Sony für den Selbstmord seiner Tochter verantwortlich macht, verlangt eine Entschädigung in Höhe von 10 Millionen als materielle und moralische Entschädigung für den erlittenen Schmerz. Darüber hinaus beantragt der Kläger Joel Müller, dass das Spiel aus dem Verkauf genommen wird. Louis Burke, einer der Anwälte des Unternehmens, vertritt Sony in diesem Fall. Also, Herr Höch. Ausdrücke. Meine Tochter hat sich nach dem Spielen dieses Spiels in ihrem Zimmer eingesperrt. Sie hat überhaupt nicht mit uns gesprochen. Sie aß und schlief kaum. Sie zeigte ein Verhalten, das sie normalerweise nie tun würde. Also brachte mir meine Tochter ins Krankenhaus und dort wurde bei ihr eine schwere Depression diagnostiziert. Ungefähr 2 Wochen später kam die Mutter meiner Tochter von der Arbeit nach Hause und fand sie bewusstlos vor, nachdem sie eine Schachtel Antidepressiva auf ihrem Bett eingenommen hatte. Als wir sie ins Krankenhaus brachten, war es bereits zu spät. Unser Unternehmen akzeptiert niemals solche Hetzkampagnen. Vor der Veröffentlichung unseres Spiels haben wir als gesetzliche Altersgrenze 18 Jahre angegeben. Hier sehen wir, dass Herrn Müllers Tochter Ellie diese Grenze nicht erreicht. In diesem Fall ist allein die Familie selbst schuld. Das ist schon. Naja. Wie alt? Ja, ich meine, 15. Sorry, aber. Es ist halt so. Ja, ich muss sagen, ich bin bei letzter Meinung. Der Schadensersatz ist abgelehnt worden. Das Spiel bleibt im Verkauf, weil es ist ab 18, die Tochter war 15. Da kann ja Sony nichts dafür, sie Sony. Also, es ist recht, rechtens. Ja, es geht nicht anders. Das Spiel ist ein super tolles Spiel, ich habe es gespielt, auch wenn es nicht so gut Teil 1 war. Da könnte man schon überlegen, ob man es vom Markt nimmt, weil das. Aber nur deswegen. Nicht wegen was anderem. Man kann es vom Markt nehmen, weil es hier schlechter war als Teil 1. Aber nicht wegen was anderem. Mit der Cecilia-Kartells wurden mit Drogenschmuggel über die Grenze erwischt. Jetzt geht's um Drogen oder was? Fall 4, Fall 2. So, wir bieten Ihnen 500 US-Dollar für die Veröffentlichung von Jeremy Ider und Mike Byrne. Dieses Geld erleichtert Ihnen die Arbeit und wir stellen sicher, dass Sie von Ihrer Entscheidung nicht betroffen sind. Okay. Wenn ich schlecht bin, dann kann ich verhaftet werden. Ja, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ihr Name ist Jeremy, Sie sind Alder, Sie heißen mit Nachnamen Alder und sind 35 Jahre alt.
Sie haben sehr viele Vorstrafen, Ihre Gesundheit ist positiv. Herr Staatsanwaltschaft Brümmer, bitte die einmal die Anklagepunkte. Vorwürfe, es geht um Drogenhandel und Teilnahme an Aktivitäten organisierter Kriminalität. Und zwar, der Pickup mit Personen namens Jeremy Alder und Mike Byrne wurde von der Polizei angehalten. Als Ergebnis der Durchsuchung wurde in dem von Jeremy Alder und Mike Byrne gefahrenen Fahrzeug zahlreiche Drogen und Waffen sichergestellt. Als Ergebnis der Identitätsprüfung und Recherche wurde festgestellt, dass Personen namens Jeremy Alder und Mike Byrne Mitglieder des Cecilia-Kartells waren. Jeremy Alder, ich leugne nicht, dass wir Drogen bei uns haben. Es war unsere Pflicht, sie über die Grenze zu bringen. Aber während dieser Mission hat uns die Mafia in Zusammenarbeit mit unserem Kartell offenbar verkauft. Wenn wir ins Geschäft kommen, werden wir ihre Identitäten einzeln preisgeben. Wenn wir ins Gefängnis kommen, werden wir ihre Identitäten einzeln preisgeben. Unsere? Okay. Es war eine Lieferung, die mindestens fünfmal größer war als unsere vorherigen Lieferungen. Das Risiko war genauso groß wie die Rückkehr. Aber die Mafia-Manager, die mit unserem Kartell einverstanden waren, sagten uns, dass sie das Risiko beseitigen würden, dass sie mit der Polizei kooperierten und dass sie die Lieferung erfolgreich sein würden. Wir würden lediglich den erforderlichen Anteil dieser Lieferung erhalten. Aber jetzt verstehe ich, dass sie Dinge hinter unserem Rücken taten. Sie sind auch Mike, aber der Nachname ist Byrne, sie sind 32 Jahre alt. Ja, dann haben wir ja hier schöne Verbindungssachen wieder, ne? Ich bin geistig noch in Ordnung, dass ich das lösen kann. Ja. Wir haben 8 Kilogramm Lysergsäurediethylamid LSD. Das so ist das. Was ist denn Lysersäure? Okay. Diethylamid, ja. Das ist schon, ja. 9 Liter Gamma Hydroxybutrat. Ja, HB, kenne ich nicht. 2 leichte Maschinengewehre. Eins ist nicht geladen, meine Freunde. Ja. Mhm. Aber ich bin nicht bestechlich, deswegen muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Sie mit Veröffentlichung meinen. Wenn Sie kooperieren und alle Kartellmitglieder preisgeben, werde ich mein Bestes tun, um Ihnen die Mindeststrafe zu verschaffen. Wenn Sie diese Angelegenheit kooperieren? Das glaube ich nicht. Sie sagen, dass die Mafia Sie in diesem Geschäft in ein schlechtes Licht gerückt hat. Aber haben Sie irgendwelche Beweise dafür, dass sie daran verwickelt ist? Nein, ich kann im Moment keine Beweise vorlegen, aber unser Kartell wird das Problem bald lösen. Wenn Sie vor Gericht die Namen von Mafia-Mitgliedern nennen, von denen Sie glauben, dass Sie betrügen, gleich nachdem Sie... Sie können sicher sein, dass ich Sie auch bestrafen werde. Werden wir uns dabei gegenseitig helfen? Wir haben kein Vertrauen in Ihr Urteil oder Ihre Unterstützung. Wir brauchen niemanden. Unser Kartell wird dieses Problem lösen. Problem ist... Beide haben schon Vorstrafen. Und 18 Monate CW. 5000. Oder was ist angeklagt? Drogenhandel und Aktivitäten organisierter Kriminalität. Oh. 16, ja, 24 müssten die. Aber ich mache nur die normale Strafe. Oder? Mord war es ja nicht, Autodiebstahl auch nicht. Nee.
Ich meine, manchmal ja eine schön lange Strafe. Ist das denn echt auch so 24 Jahre Vergewaltigung? Also für Vergewaltigung? Okay. Drogen hat. Ach du Scheiße. Oh. Oh oh. Ja, ich muss halt sagen, ne? Das sind dann halt. Jetzt die verschärfte Strafe? Gut, denn wenn sie nicht wollen. Muss ich leider sagen, wir haben die verschärfte Strafe bei Drogenhandel: 24 Jahre, 750.000.48 Jahre dann, ja? 48 Jahre, 750.000 Euro Bußgeld. Das ist schon hart. Haben die denn alle so viel Geld? Also jetzt mal ehrlich. Ist doch nicht normal. 24 plus. Ah ne, doch hier. 48 und 75. Ja, also. So. Oh Gott, sorry. Das Urteil ist bestätigt. Sie können innerhalb einer Woche Revision anlegen. Für Herr Björn, Sie kriegen auch dasselbe. Kann man überhaupt sterben, wenn man immer alles richtig macht? Es ist schon. Ich habe mir, glaube ich, mit 1 so ein bisschen ein paar Feinde gemacht, dass ich die jetzt in den Knast gesteckt habe. Ich bin aber nicht korrupt. Warum? Was habe ich getan? Okay. Okay, sie sind Sophia Bonsa, 29 Jahre alt, sind weiblich. Und Herr Staatsanwalt Schrömer, was hat sie denn getan? Kürzlich wollte eine Person namens Denis Ayak Nitek gegen Geld Geschlechtsverkehr mit Sophia Bonsa haben, die er für eine Prostituierte hielt. In den Telefongesprächen verlangte Sophia Bonsa einen bestimmten Geldbetrag und forderte Dennis Ayacinitek auf, diesen Geldbetrag auf ihr Konto einzuzahlen. Die Person namens Dennis Ayacinitek, keine Ahnung, ich nenne nur Dennis, ja? Wie das Geld auf das Konto eingezahlt hat, erhielt nach der Einzahlung des Geldes keine Antwort. Anschließend meldete er die Situation dem Polizisten und beschwerte sich über die Person namens Sophia Bonsa. Nicht lange danach wurde eine Person namens Sophia Bonsa gefasst und an ihrer Adresse festgehalten. Ich habe mich vor etwa 2,5 Jahren von meiner Freundin getrennt. Während dieser Zeit hatte ich mit niemandem eine sexuelle Beziehung. Die Situation belastete mich psychisch und ich dachte, dass ich meiner Gesundheit zuliebe eine Beziehung mit einer Prostituierten eingehen könnte, die ich über eine Bewerbung im Internet gefunden hatte. Ich habe die angegebene Nummer angerufen. Anschließend wurde mir ein Bankkonto zugesandt und ich überwies ihr am Telefon angegebenen 200 US-Dollar. Auf das angebliche Bankkonto und schickte die Quittung. Da wurde mir klar, dass sie meine Telefonnummer blockiert hatten. Ich habe lange versucht anzurufen, aber ich konnte es nicht. Der Betrag, den ich gezahlt habe, ist nicht sehr wichtig, aber ich kann es nicht ertragen, dass diese Leute mich zum Narren halten. Deshalb habe ich beschlossen, eine Klage einzureichen. Ja, Bonsa. Erstens bin ich keine Prostituierte. Ich war noch nie dort. Vor kurzem klingelte mein Telefon. Jemand, den ich nicht kenne, hat mich gefragt, was ich koste. Zuerst konnte ich es nicht verstehen, aber dann, weil ich dachte, dass sie sich über mich lustig machten, sagte ich ihnen, dass meine Stunde 200 Dollar kostete. Er fragte, wie er die Zahlung leisten könne. Also schickte ich ihm mein Bankkonto. Dann sah ich, dass 200 Dollar auf mein Konto überwiesen wurden. Als ich sah, dass es sich um einen schwerwiegenden Vorfall handelte und es sich um ein Missverständnis handelte, habe ich die Nummer blockiert.
Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstanden konnte, bemerkte ich, dass meine Telefonnummer im Internet auf Websites mit sexuellen Inhalten verbreitet wurde. Ich habe kürzlich meine Nummer geändert. Eine Vorstrafe. Oh nein. Nice. So, Quittung, ja. Ab's ja. Quittung für das Geld, ja. Aufzeichnung des Telefongesprächs zwischen Dennis und Sophia. Hallo? Hallo? Was kosten Sie? 200 pro Stunde, 500 pro Nacht. Möchten Sie stündlich oder per Nacht? Stündlich bitte, wie führe ich die Zahlung durch? Ich schicke Ihnen ein Bankkonto, dort können Sie die Gebühr hinterlegen. In Ordnung, ich werde mich nach der Zahlung der Gebühr bei Ihnen melden. Bis später. Bis später. Warum hast du der Person, die dich angerufen hat, nicht gesagt, dass du keine Prostituierte bist? Wie gesagt, zu Beginn des Vorfalls dachte ich, er würde sich über mich lustig machen. Warum hast du das Geld nicht zurückgeschickt, nachdem dir klar wurde, dass die Situation ernst ist? Ich habe versucht, es über die Kontonummer auf der mir zugesandten Quittung zu senden, aber es hat nicht wie erwartet funktioniert. Dann dachte ich, ich würde es irgendwie schicken und vergaß es. Ja, aber auch wenn das jetzt so ein bisschen dumm ist, aber nee. Ich kann das einfach nicht so gutheißen. Das ist einfach Betrug. Also ich finde hier nichts für Betrug. Doch, hier Betrug 4 Jahre. Ja. Sie hätte das Geld nicht zurückgezahlt. Dann muss ich leider 4 Jahre geben. Es tut mir leid. Du hättest es ja zurückzahlen können, aber hast es nicht gemacht. Nice. Ich bin mir sicher, man kann gar nicht 6-6 und 1-1 würfeln. So, meine Familie, ich muss mal kurz bestimmte Dinge tun. Was der Mann eben so tun muss. Oh, Junge. Das ist nicht... Noch einmal. Ey, da kannst du gar nicht gewinnen. Da kannst du nicht gewinnen. Jawohl. Cash. Aber ich lasse es jetzt lieber. Wir haben ein bisschen gespielt. Das kann man mal. Ne? Reicht da. Ich habe irgendwie gerade Bock mehr zu machen. So. Wer sind Sie denn, mein Freund? Also was, ja. Ihr Name ist Ahmed, Ihr Nachname Amin. Sie sind 26 Jahre alt, männlich. Menschenhandel. Ach du Scheiße, Herr Römer, bitte einmal die Anklagepunkte. Spät in der Nacht, als die Polizisten an der Grenze der Stadt Kyros eine Kontrolle durchführten, missachtete eine Person namens Ahmed El-Amin die Stoppwarnung und versuchte die Polizei zu umgehen. Polizisten folgten dem Fahrzeug von Ahmed El-Amin, der Polizei schnell entkam. Infolge einer langen Verfolgungsjagd betrat die Person eine Tankstelle, stieg aus dem Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu fliehen. Nach einer Weile wurde sie von den Polizisten gefasst und in Gewahrsam genommen. Im Fahrzeug der Person wurden zahlreiche Ausländer entdeckt. Ahmed El-Amin? Mir ist bewusst, dass es für mich gefährlich und verboten ist, diesen Job auszuüben. Aber ich war sehr lange arbeitslos und pleite, also musste ich es tun.
Dieser Job und der damit verbundene Prozess waren für mich sehr schwierig und weil ich so nervös war, geriet ich in Panik und versuchte wegzulaufen. Als ich die Polizei sah, das Ganze diente nur dazu, meiner Familie zu zeigen, dass ich etwas Geld verdienen konnte. Bin mir meines Verbrechens bewusst, ich akzeptiere es und es tut mir sehr leid. Menschenhandel, ja, das ist ja auch ein digitales, ja. Gut, ich kaufe mir nämlich jetzt schönes Katzenspielzeug. Oh, ihr Produkt in the Shop on the Tablet. Ja, schön. Gut. Dann, in ihrer Erklärung sagten sie, dass sie diesen Job gemacht hätten, weil sie kein Geld hätten und sich von ihrer Familie geschämt hätten. Wusste ihre Familie, dass sie das taten? Nein, euer Ehren, ich habe diesen Job schon lange nicht mehr gemacht. Brauchte dringend Geld und wollte es machen, weil es ein Job war, der schnelles Geld brachte. Warum wollten oder konnten sie keinen regulären Job bekommen? Ich habe es versucht, aber die Arbeitsbedingungen waren sehr hart und die Arbeitgeber stellten mich im Allgemeinen nicht ein, weil ich unerfahren war. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich meiner Familie beweisen musste. Hätte ihnen sie den Job angeboten? Ich habe von einem Freund gehört, dass diese Art von Arbeit erledigt werden kann und schnell Geld bringt. Danach habe ich selbst recherchiert und ein paar Leute erreicht und plötzlich war ich dabei, Einwanderer mit dem Auto zu transportieren. Ja. Acht Jahre. Ja, es tut mir leid, es ist halt so. Menschenhandel ist Menschenhandel. Es tut mir leid. Sie können ja aber Revision einlegen. Wenn wir jetzt noch hier ins Jut. In der Dunkelheit der Nacht wird ihr Schlaf durch das Klopfen an der Tür unterbrochen. Was ist da? Schau durch. Durch das Loch an der Tür sieht man einen maskierten Mann. Hallo? Hast du was gesehen, hast du eine kalte Mündung. Okay. Ich wurde bedroht. Okay, naja. Wir haben wieder einen Rechtsstreit wahrscheinlich. Was ist denn passiert? Das ist Prozesse Schadenersatzklage von Brooklyn Toys gegen das multinationale Unternehmen des Lopple Unternehmens Elektronentechnik entwickelt und vertreibt. Lopple? Bestimmt Apple. Und Brooklyn Toys. Durchgebrannter Akku eines Privattelefons der Marke Lappe. Staatsanwalt Römer, bitte einmal die Anklage vorlesen. Kürzlich kaufte eine Person namens Brooklyn Toys ein Mobiltelefon beim Händler der Firma Apple. Auch genannt. Er behauptete, dass sein Telefon während der Nutzung nicht mit einem anderen Adapter als seinem eigenen hergestellt. Dass sein Telefon während der Nutzung nicht mit einem anderen Adapter als sein eigenes hergestellten Ladegerät aufgeladen wurde. Wenn das Telefon während des Ladevorgangs benutzt wurde, explodierte der daran befindliche Akku und versuchte körperliche Schäden an der rechten Hand und im Gesicht von Brooklyn Toys. Brooklyn Toys, der die Situation dem von Lappel autorisierten Dienst meldete, erhielt nicht die erwartete Antwort und reichte eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von $500.000 ein. Ausdruck von Toys. Vor nur 2 Monaten und 13 Tagen ging ich zum Lappel-Händler in der Nähe meines Hauses, um ein Telefon zu kaufen. Ich kaufte ein Modell, das mir gefiel und begann das Telefon zu benutzen. Während ich das Telefon in dieser Zeit benutzte, habe ich nie mit etwas anderem als dem in Lieferumfang enthaltenen Ladegerät aufgeladen. Während ich das Telefon auflud, explodierte plötzlich der Akku und neben der Verletzung meiner Hand traf ein Teil des Telefons auch mein Gesicht. Anschließend habe ich den autorisierten Lappel-Service angerufen und die Situation geklärt und zumindest eine Entschuldigung erwartet. Aber es war nicht das, was ich erwartet hatte. Sie sagten mir, es handelte sich um einen Benutzerfehler und legten auf. Also reichte ich eine Klage ein, um meine Rechte einzufordern. Mika Bell sagt, wir machen uns definitiv nicht für den Vorfall verantwortlich. Dieser Pöbel.
Du hast einfach was anderes benutzt. Unsere Produkte werden dutzenden Tests unterzogen und unsere Ingenieure haben berichtet, dass eine solche Reaktion bei Laden mit dem aktuellen Adapter oder einem leistungsstärkeren Adapter nicht möglich ist. Wir gehen davon aus, dass dieser Vorfall auf eine Situation zurückzuführen ist, die der Verbraucher nicht gemeldet hat. Und dass es sich um eine Handlung handelt, die darauf abzielt, unsere Marke zu schaden. Telefongespräch zwischen Brooklyn, Price und dem Kundenberater des von Lappel Autorisierten Service, Tiffany. Ich bin Tiffany. Darf ich nach Ihrem Namen fragen, damit ich Ihnen besser helfen kann? Achso. Das ist so eine. Naja. Mitarbeiterin von Telefondiensten. Naja, gut. Mein Name ist Brooklyn Troyes. Das Telefon, das ich vor etwa 2,5 Monaten bei Ihrem Händler gekauft habe, explodierte in meiner Hand. Können Sie erklären, wie das passiert? Ist die Batterie explodiert? Ich konnte nicht. Was? Ich konnte nicht verstehen. Ja, obwohl ich nur mit dem gelieferten Adapter das Ladekabel verwendet habe. Das ist nicht möglich, Herr Brooklyn. Ich denke, es ist Ihre Schuld. Es kann nicht von uns sein. Gibt es sonst noch etwas, bei dem ich Ihnen helfen kann? Was meinst du, dass nicht möglich ist? Passiert? Lüge ich? Da kann ich Ihnen nicht helfen. Einen schönen Tag noch. Naja, so wie der aussieht. Weiß ich nicht. Lappel Company gab in Ihnen Aussagen an, dass Sie für den Vorfall verantwortlich seien. Was denken Sie? Ich kann Ihnen diese Angelegenheit nicht zustimmen. Ich erklärte Ihnen ausführlich, wie es zu dem Vorfall kam und berichtete über die Situation, in der ich mich befand. Sie haben meine Erklärung nicht einmal berücksichtigt. Brooklyn Troyes erklärte in seiner Stellungnahme, dass Sie ihn ignoriert hätten. Glauben Sie, dass dies der Fall ist? Nein, Euer Herr, wir sind ein seriöses Unternehmen mit hoher Kundenzufriedenheit. Wir dachten nur, dass seine Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen, weil wir unsere Produkte dutzenden Tests unterzogen hatten. Wir haben erklärt, dass ein solcher Vorfall nur durch einen Fehler des Kunden verursacht werden kann. Schon explodiert. Ah, ich bin auf der Meinung des Kunden. Die war auch ganz schön frech, muss ich sagen. Also. Ich meine, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte ich das letzte genommen. Aber er hat sich sogar im Gesicht verletzt. Und der Kundenservice war unfreundlich. Muss man sagen. Ich mach noch bis zum Gehalt. Bei 3. Name ist Brett, mit Nachnamen Colt, sie sind 37, männlich. Wir haben schon vorgeschlagen. Herr Römer, was gibt's denn zu sagen? Eine Person namens Jeremy Alder und Mike Byrne wurden tot in ihren Gefängnisräumen aufgefunden. Oh. Hatte ich die nicht letztens noch vor dem Gericht? Naja, es wurde festgestellt, dass die Sicherheitskameras der Etage, in der sich der Vorfall ereignete, zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht funktionierten. Die Person namens Brett Colt, die sich mit den Opfern im selben Zimmer befand, wurde zur Polizeistation gebracht, um ihre Aussage aufzunehmen. Ich habe nur 2 Tage mit ihnen verbracht. Ich hatte keine Probleme, oder? Kämpfe, wie ich, sprachen sie sehr wenig. Warum sollte ich sie töten wollen? Wenn ich das tun würde, wäre ich nicht in einer Zelle, wo Platz ist, was mich zu einem Verdächtigen machen würde. Ich habe die Strafe für mein Verbrechen bezahlt und zahle sie noch. Ich bin an diesem Vorfall nicht schuldig. Der Grund, warum ich hier bin, ist Diebstahl. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getötet. In der Nacht, in der sie gestorben, schlief ich vor ihnen. Obwohl ich in der Nacht ein paar Stimmen hörte, dachte ich, sie wären wie immer im Delirium. Also, das waren doch die Leute, die ich verurteilt habe. 2 Rosen. Das ist unser Rosenmörder.
Ich weiß, sie sind unschuldig. Es ist, ja, also, er hat nichts getan. Es ist der Rotenmörder. Wir haben hier es mit einem Rosenmörder zu tun. Ich habe ihre Aussage geprüft. Obwohl es Sinn macht, sind sie der einzige Augenzeuge am Tatort. Wie kann man das erklären? Es ist eines der Gefängnisse, in denen die meisten Gefangenen getötet werden. Und es ist oft unbekannt, wer dies getan hat. Hätten sie es nicht für möglich, dass die Wachen daran beteiligt waren? Sie sagten, sie hätten in dieser Nacht Stimmen gehört. Warum sind sie nicht aufgestanden und haben nachgeschaut? In der ersten Nacht konnte ich wegen ihres Deliriums erst am Morgen schlafen. Jedes Mal, wenn sie im Delirium waren, schaute ich sie an, aber sie wirkten sehr ruhig. Mein Schlaf war in den letzten beiden Nächten gestört. Ich dachte, es wäre so wie einer dieser Abende, an dem sie sich verhielten. Ich hatte nicht das Bedürfnis aufzuwachen und hinzusehen. Wie viel ist denn Attentat? Sie sind unschuldig. Oh, 1000. Nice. Waren das nicht die Unternehmer? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren das Leute, die ich gekannt habe. Die ich schon als Helle hatte. Ich lasse das Geld mal drin, ne? Aber nee, meine Familie ist ja gierig. Ihr Tochter wünscht sich zum Geburtstag ein Smartphone von Ihnen. Der Preis beträgt $700. Akzeptieren Sie es? Ah, wenigstens hat die Katze jetzt eine Katze. Gut. Nächste Woche geht es dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.